Ja, herzlich willkommen zum Event Liedbech im Schmetterlings- und Kunsttaumel. Dieses umfangreiche Kunst- und Umweltprojekt fußt im Grunde auf meiner künstlerischen Arbeit seit 8 Jahren. In diesem Schmetterlings-Kunst- und Umweltprojekt treffen sich nun die Künstlerin, die Kunsthausbetreiberin und die Geografin. Es ist einfach beeindruckend, dass in den 6 Monaten tatsächlich von 72 Frauen Deutschland und weltweit 2000 Schmetterlinge gehäkelt wurden. Insgesamt haben in den verschiedensten Bereichen an die 300 Nicht-Künstler mit großer Begeisterung sich an diesem Event beteiligt. Mit den beteiligten Künstlern waren 315 Beteiligte. Auch die Jugend und Kinder ließen sich von diesem Schmetterlingsfieber anstecken. Die Grundschule und der Kindergarten Liedbergs beteiligten sich mit einem Kinderschuhparcours und einer lebensgroßen Stoffpuppe. Der Chor des Gymnasium Korschenbruch sorgt für den musikalischen Rahmen bei der heutigen Vernissage. Everybody's talking about bang, isn't check, isn't drag, isn't mad, isn't rag, isn't tag, isn't this, isn't that, isn't ism, ism, ism. All we are saying.